Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter vorgeholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Applaus! Guten Abend miteinander. Guten Abend miteinander. Wir sind Nebelfresser vom Alters und sind dieses Jahr unterwegs unter dem Motto «Kann ein Selfie Sünde sein?» Ja, und wir wollen da gerade eins machen. Schnell eins machen. Du sollst schon ein bisschen lachen, wenn du schon drauf kommst. Ja. Du ein bisschen lachen da hinten. Ja, ja. Oh, ja, super. Super, tipptopp, danke vielmals. Wir möchten auch den Werni Kost noch begrüßen. Wir warten aufs auf die CD vom letzten Jahr. Ist noch einer freiwillig, der sich für ein Nacktselfie zur Verfügung stellen will? Jetzt sind wir den ganzen Abend unterwegs. Ich kann das nicht verstehen. Und ja. Möge ich dir noch? Sonst könnten wir es auch so machen, geht hier den 5 Liber in den Opferstock und dann gehen wir gleich. Zuerst, Bruder Thomas, wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir noch schnell die Segnung machen. Unbedingt, die haben es nötig da. Ja, die haben es nötig da. Also, heute wird ja alles gesegnet. Also das liebe Weinsauers, tut euch gut konzentrieren. Das ist für euch. Schöne Kamera, gell? In nomine Patri, Patriae Filii, Zarecker, Mari und Juli. Das ist auch ein schöner da. Apropos Selfie, kommen wir gerade mit dem heran. Wir haben wie letztes Jahr das Träumli aus Lied und ich bitte euch natürlich tatkräftig mitzusingen. Der Müller tut Nacht-Selfie machen, stellt sein Internet. Lass mit der Freundin Sola krachen, auch wenn sie's gar nicht will. Jetzt ist rausgekommen, dass er's nicht mich zum Freundin so umwerben.
Er hat nur gemeint, er möge sich beim Bachelor so bewerben. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träume sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Und keine Fleur und keine Freundin sich zu nehmen, glaub auch ein Dicke, wenn's ihr auch nicht ganz entspricht, ich ging sie schon grad trösten. Ein Vorschlag, ja, das hätten wir, es ist vielleicht ein krasser. Nimm doch jetzt den Grässchilbeer, der wird noch zu dir passen. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gewesen. Träumli sind so schnell vorbei. Ja, wir Paten dürfen ja auch Beicht abnehmen. Und der eine oder andere habe ich auch schon gesehen von euch im Beichtstuhl. Aber wir nicht Angst haben. Wir sind ja das Amtsgeheimnis von Chur her gebunden. Es kommt also nichts aus. Auf jeden Fall bin ich am letzten Samstag in der Hofkirche innen dran gesehen und das ist ein 98-jähriges Fraueli. Also das Mütti ist zu mir in den Beichtstuhl gekommen und hat gesagt, Herr Pater, ich habe ganz einen jungen Mann verführt. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich doch jetzt fast nicht glauben. Und dann sagt sie, Mama, es ist wahr, es ist zwar 40 Jahre sieden, aber ich beichte es halt heute noch gerne. Der Fritsche hat mich gefragt, wie es wäre, wenn ich eine könnte auslesen. So wie ich halt könnte, her geht's nur eine Hure bäse. Da hab ich gesagt, ich nehm zur Not, bin ich Heiko und kein Mozzi. Die Wüstblonde, wo dort rumsteht, ich glaub, die heisst Rigozzi. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Wenn ich ins Spital muss, ist es so, wenn du verletzt durch Blüten, bist du in Notaufnahme noch froh, wenn die Schwester dir tüten. Zwei Stunden lang meine ganze Lebensgeschichte und tut's mich unterbrechen. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht, Sie müssen Hochdeutsch sprechen. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Ja, der andere ist auch zum Doktor gekommen. Der sagt, der Doktor, etwas stimmt einfach nicht. Etwas ist einfach nicht gut, etwas stimmt nicht. Der erste Orgasmus, tipptopp. Der zweite Orgasmus, der läuft mir den Schweiß über den Grind runter und die Arschklaffen, ja, etwas stimmt einfach nicht. Und dann hat der Tochter gesagt, ja, in welchen Abständen haben denn die zwei Orgasmen? Und dann sagt er, ja, der erste im Jänner und der zweite im August. Jetzt kommen wir zu einem, der eigentlich gar nicht lustig ist, aber ist leider eben wahr. Lustig nicht, aber die Wahl ist einfach traurig. Mein Sohn ist dick und kugelrund, trotz Haufen Sport. Dass er so dick ist, gibt's keinen Grund, ich finde da kein Wort. Er shootet, turnet an den Geräten, den ganzen Tag ohne Ruhe. Und klappt erst am Abend spät, erschöpft der Laptop zu. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei.
liebeshungrig, voll Verzweiflung sucht so eine Bauer. Eine Frau im Fernsehen übereifrig, täglich rund um die Uhr. Sie ist spannend, fast bei jedem Bauer. Gell, du schaust es auch. Wir raten fast in einer Tour. Welcher ist jetzt die Frau? Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Ja, jetzt kommen wir zu einem Vogel. Ihr könnt selber auslesen wollen. Es hat zwei da drauf, der Ober und der Unter. Der eine beschäftigt uns vielleicht noch für die Zukunft und der andere ist gegessen. Und wir haben jetzt gedacht, der Uli ist wirklich ein ganzer Armer. Und wir wollen euch jetzt hier darlegen, wie die Sicht ist vom Uli, was er über das Schweizer Volk denkt. Nach dem Debakel. Wenn du willst, verbrenn das Stimmpapier. Wenn du willst, das letzte Souvenir. Wenn du willst, dann tu, was dir gefällt. Doch etwas kannst du nicht auf dieser Welt. Das kannst du mir nicht verbieten. Ihn zu lieben alle Zeit, ganz genau so wie heute, das kannst du mir nicht verbieten. Nur mein Schweizer tut mir leid. Wenn du willst, dann sei doch gegen mir. Wenn du willst, dann lass mich doch im Stich. Wenn du willst, dann zwing mich in die Knie. Etwas gibt es, das gelingt dir nie. Das kannst du mir nicht verbieten. Ich zu liebe alle Zeit, ganz genau so wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten. Nur mein Schweizer tut mir leid. Wenn du willst, dann lass den Grippen kauf. Wenn du willst, sag allen, es ist auf. Wenn du willst, vergiss das schöne Jahr. Doch etwas ist für mich schon heute klar. Das kannst du mir nicht verbieten. Ich zu lieben alle Zeit, ganz genau so wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten. Nur mein Schweizer tut mir leid. Nur mein Schweizer tut mir leid. Noch mein Schweizer tut mir leid. Und einer zum Urolog. Wissen alle, was er nur? Das ist ein Schnäbidoktor. Und einer zum Urolog und sagt. Nein, er sagt nichts. Der Urolog sagt zu einem Herr Meier. Gibt es einen Meier da drinnen? Nein, sonst nehmen wir den Müll, spielt keine Rolle. Also Herr Meier, ihr müsst unbedingt sofort aufhören mit der Selbstbefriedigung. Unbedingt sofort aufhören mit der Selbstbefriedigung. Und dann sagt Herr Meier, ja, wieso, Herr Doktor? Ist das schädlich? Dann sagt er, nein, das nicht, aber sonst kann ich nicht untersuchen. Jetzt gibt es sprachlich Schwierige. Ja, jetzt würde ich ganz gut zuhören. Ist sehr schwierig für mich zu nehmen. Sie heissen Dürmitsch und Beramitsch, Emaili und Shakiri, Sferoticiller und Kasamitsch, Uru und Memedi. Dass wir die da erwähnen, das leuchtet sicher ein. Das ist, weil all gut schuten können und echte Schweizer sind. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Sie ist ja nur ein kleines Träumchen.
wir bleiben gerade bei der Bande. Dass die Nazi gleich an die WM kann, was machen wir jetzt da? Als Trainer braucht es einen guten Mann, der die A-Lizenz hat. Die gute Sprache ist auf dem Platz, das versteht nicht jeder. Petkovic heisst drum den Schatz, der gleich wie die von vorher tut reden. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind so schnell vorbei. Wir haben den Fleischeslust abgeschwört, ernähren uns vegan. Von Sojabohnen unerhört und plötzlich aussetan. Wir lesen nur die Bötel-Zeitung von Anfang bis zum Z. Weil kein Artikel in der Zeitung Fleisch am Knochen hat. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumli sind ja doch so schnell. Ja, sagt ein Kollege zum anderen. Wie ist jetzt das? Wenn ich jetzt mit deiner Frau schlafe, sind wir die ein bisschen verwandt miteinander? Dann sagt dieser, nein, dann sind wir quitt. Online-Dating ist der Hit, ein Partner kannst du da finden. Da machen heute fast alle mit bei diesen Blind-Date-Kinder. Ein Blind-Date habe ich so abgemacht, ihr könnt mich gleich auslachen. Es wartet auf mich gestern Nacht, meine Schwiegermutter Drache. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell verdient. Da hätte ich schon von Anfang an, wie es ein Bub halt hat. Von Geburt an so ein Pfeifchen gehabt, auch wenn er es heute nicht wett. Der Transi weiss es nicht genau, ob Ramlik oder Gusch. Es wäre heute ein Bär, der die Mann sein oder eine Frau. Mir ist das völlig wurscht. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind ja doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumchen. Träumchen sind so schnell vorbei. Ja, liebe Frauen, könnt mich ein entschuldigen, ich weiss, meine Witze sind ein bisschen sexistisch heute. Ist aber eigentlich bewusst, dass ich bin mir schon bewusst, dass ihr Frauen besser sind als wir Männer. Das bin ich mir völlig bewusst. Ihr könnt ja mehrere, wie sehen wir das? Multitask. Multitasking. Frauen sind Multitasking. Die können mehrere Probleme miteinander auslösen. Jetzt kommen wir zum FC Luzern und zu der Helene Fischer. Helene Fischer, übrigens Helene Fischer, die ist ja mit dem Florian Silbereisen zusammen. Die ist ja mit dem Florian Silbereisen zusammen. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn jetzt die Fischer mit dem Silber... Geht das Silberfischli nachher? Legge mir daheim ein Trikot an, ein blaues Scherbänkchen auch noch dran. Oh, oh,
Theaterstadion auf Luzern. Denn vom FCL bin ich ein grosser Fan. Oh, oh, atemlos der FCL. Jeder fragt sich, was das soll. Atemlos leg sie die schwach. Jeder Matsch gibt seins aufs Dach. Atemlos der Alex Frey. Hätt auch endlich können heim. Atemlos mit dem Fringer. Han ich gedacht, es geht der Ringer. Atemlos steh ich da. Jeder Gegner lässt sich da. Atemlos, ich seh es kommen. Am Schluss vor Saison ist es so. Atemlos, nach deinem Schlapp. Wo schlug es Länge, ich noch knapp. Atemlos, ich hoffe es klappt. Und die von Sio steigen an. Dass der FCL wird schaffen, sonst hätten sie sich ja nicht den Ernährungsberater angeschafft. Sie haben einen eingekauft, einen Ernährungsberater. Der tut jetzt von jetzt an tut die auch nur vegetarisch sich ernähren, die Mannschaft dort. Ich wüsste sonst nicht, wieso dass sie den Salat-Titsch eingekauft hätten. Ein Salat-Titsch will nicht schon sagen, wo das Gemüse, was sie mir essen. Jetzt hätten wir eigentlich gerne einen über den Euro gemacht. Aber das ist so schlecht bezahlt, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das ist ja schon verrückt, der Euro geht in den Keller. Und auf dieser Seite, die Zigaretten, die werden immer teurer. Wahnsinnig, was so eine Zigarette heute... Es ist verrückt, was die Zigaretten kosten. Es ist ja heute fast so, die Zigarette danach kostet davon fast mehr als die Prostituierte davor. Apropos Prostituierte. Hat glaube ich jeder hinten schon dran gehabt. He? Aber wir haben ein neues Wort erfunden da in diesem Vers. Das Wort hat es noch nicht gegeben. Das kommt ganz am Schluss. Gut hören. Frau Spiess hat mit dem Hürlimann hat jetzt Gedächtnislücken. Zog ein Schläferstündli gehabt, jetzt weiss ich beide drücken. Politisch gesehen ist das neu, mir kann's ja mal probieren. Dass SVP und Grüne tun, koitusionieren. Es ist ja nur ein kleines Träumli. Träumli sind ja doch so schnell vorbei. Nur ein kleines Träubli sind. Träubli sind so schnell verliebt. Und jetzt singen wir alle miteinander Hürlimann-Hymne vom Zug. Schuldig ist der Hürlimann ist schuldig. Schuldig ist der Hürlimann ist schuldig. Schuldig ist der Hürlimann ist schuldig. Entschuldige, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Merci vielmals!